Hier Schottelle TV mit dem Asus IPC 1015 Bertha. Hier mein Wintergarten und das ist die weiße Version, die es auch in noch anderen Farben geben wird. Schwarz, Rot, Blau und eventuell noch ein Schwarz, interessanterweise. Windows 7 Starter ist vorinstalliert. Ich habe es aus Ungarn bestellt, das in Deutschland noch nicht erhältlich ist, aber es wird bald kommen mit einem C30 oder C50 Prozessor. Dieser hat den C50, kostet 300 Euro. DDR3 RAM, 1 GB haben wir eingebaut und eine Webcam, WLAN und kein Bluetooth, so wie ich das sehen kann, und 6 Zellen Akku. Schauen wir uns doch einfach mal an, was wir erhalten werden, wenn wir das wirklich hier kaufen. Sollte Mitte, Ende Juni auch in Deutschland erscheinen. Als allererstes natürlich das 10 Zoll Gerät. Sollte ein mattes Display haben. Schauen wir uns aber gleich noch im Detail an. Zuerst mal sehen, was wir hier noch bekommen, wenn wir das Netbook kaufen. Die C30-Version kostet übrigens 240 bis 50 Euro und ja, mal wieder schickes kleines Netzteil von Asus mit einer blauen LED, die wahrscheinlich wieder stark leuchtet, aber vom Gewicht her angenehm. Dann haben wir ein Benutzerhandbuch, das ist jetzt natürlich auf Ungarisch, weil ich es in Ungarn gekauft habe, aber ansonsten kurze Beschreibung zu den Anschlüssen, Garantie und dann natürlich noch ein Akku und das war's schon, also mal wieder keine CD für Windows. Und keine Tasche mit beigelegt bei diesem Netbook. Akku fühlt sich schön schwer an. Wir haben 56 Wattstunden, also sollte der Akku auch wirklich lange halten. Und 5200 mAh ist im Weiß gehalten und im Matt. Entsprechend dem Netbook, das auch komplett oben und unten weiß ist. Und das schauen wir uns doch gleich mal an. So. Steht schon mal schön Asus drauf, wie ihr erkennen könnt. Es spiegelt oben, aber dadurch, dass es weiß ist, kann man die Fingerabdrücke nicht wirklich sehen. Das Asus ist hier wirklich schön noch reingedruckt. Dann haben wir auf dieser Seite einmal einen Stromanschluss, WGA, USB 2.0 und HDMI-Ausgang und Lüfter. An der Front befindet sich nichts außer für Status-LEDs. Und auf der anderen Seite haben wir einen Multikartenleser für MMC, SD und SDHC, Kopfhörer, Mikrofon, USB 2.0, 3.0, Besonderheit bei diesem 10 Zoll Netbook, Gigabit LAN und Kensington. Rückseite, wie ihr sehen könnt, wir haben einen SIM-Kartenleser, der zu ist. Eventuell wird es dieses Modell also auch mit UMTS geben. Und ja, dann setzen wir nochmal den Akku ein. Und ja, hier könnt ihr sehen, schaut nicht wirklich raus, wenn wir das Display aufmachen, wird das Ganze etwas nach hinten kippen, da wirklich hinten das Gewicht mehr verteilt ist. Und ja, wenn wir schon mal offen haben, dann könnt ihr hier auch sehen, wir haben innen drin auch alles schön weiß. Sehr gute Chiclet-Tastatur, wirklich perfekt verarbeitet. Okay, mal wieder, wie schon erwähnt, das ist jetzt ungarisch, darum ist die 0 hier vorne zum Beispiel und hier kommt ein Öl. Aber wirklich fühlt sich alles perfekt an, hier alles matt gehalten, hier unten, okay, bei der Tastatur ist es leider spiegelnd. Aber dadurch, dass es weiß ist, wird man auch hier keine Fingerabdrücke erkennen. Einziges Manko bei diesem Netbook, okay, um das Display herum ist es auch spiegelnd. Aber dafür haben wir zum Beispiel bei der Webcam auch wieder so einen Verschluss. Und das Display ist matt auf 10,1 Zoll. Touchpad, wirklich 4 Finger breit. Wunderbar, um Multitouch-Gesten zu machen. Und die Maustasten fühlen sich auch sehr gut an. Lassen sich schön weit reindrücken und der Druckpunkt ist klar. Vielen Dank fürs Zuschauen beim Unboxing von dem Asus IPC 1015 Bertha. Bis zum nächsten Mal bei NWTV. Mein Name ist Balasch Gahl.